So, machen direkt weiter. Nächste Folge. Für euch im Livestream geht es natürlich ganz normal weiter. Einfach damit ich das Ganze auch natürlich wieder im Let's Play mit drin habe. Frage, ernst gemeine Frage an euch da draußen, die hier gerade im Chat dabei sind und mir zugucken, wie ich mein Hütchen hier hinbastel. Habt ihr schon mal an einem Hang eine Hütte gebaut oder bin ich der Erste? Weil ich glaube, tatsächlich, das ist etwas, was nicht, zumindest nicht jeder gemacht hat. Glück gehört dazu, das ist allerdings richtig. Ich bin jetzt nicht der Erste dann am Handbau weltweit, das ist mir durchaus korrekt, aber ich bezweifle, ich habe wahrscheinlich sehr viele Scum-Spieler auch hier im Chat rumhängen. Bin mal gespannt, wer an einem Steilhang vor allem gebaut hat. Oder, naja, es ist schon, gut, Steilhang ist es nicht, aber ein Hang. Für Steilhang fehlt vielleicht nur ein paar Zentimeter. So, dann schleppen wir mal weiter Bäume. Aber hier mit dem Sonnenuntergang. Müssen wir mal ganz kurz müssen wir das genießen, mal abgesehen davon, ich muss eh was trinken. Wenn ihr dann hier unten auf der Terrasse sitzt oder hier oben auf dem Balkon sitzt. Cool wäre natürlich, wenn jetzt noch Puppets in der Stadt spawnen würden und du runtersnipen kannst, aber das ist schon... Gibt beschissenere Aussichten, oder? Also, ich denke. Müssen wir das Bett übrigens wegreißen, was ihr gar nicht gefallen wird, weil sie nicht da ist. Ich hoffe, dass sie nicht drin liegt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie im Bett liegt und ich das Bett wegreiße. Wobei, es dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn doch, haben wir ein Problem. Aber gut. Es ist, wie es ist. So, wir schnappen uns den hier und den hier. Die ersten Wände hätte ich gerne drin. Vielleicht brauchen wir noch einen Schrank rein, dass wir ein bisschen Loot sortieren können. Übrigens, sowas wie Loot sortieren werde ich nach wie vor offline machen und nicht im Stream oder nicht im Let's Play oder sowas, weil ganz ehrlich, ihr habt keinen Bock drauf, wie ich 2 Stunden lang Dinge durch die Gegend schiebe. Von Auto in Schränke und so weiter und so fort. Wir werden wieder ein Sortiersystem haben. Ich war das letzte Mal sehr zufrieden, wie wir das gelöst hatten, das Ganze. Das hat ansatzweise auch alles Sinn gemacht. Aber ich werde euch damit verschonen, dass wir das irgendwie im Stream Dinge jetzt sortieren werden. Immer mal wieder so Kleinigkeiten, ja, aber den Großteil werde ich offline machen. So, kommt als nächstes. Ah, okay. Würde ich nie machen. Gut so. Noch nicht, aber in dem See. Wirklich in ein, also richtig in dem See? Oder am See? Nope, am Wasser. Na, am Wasser war auch mein, also außer dem ehesten. Sieht auch richtig geil aus. Also gerade auch die Location kann ich hier sehr empfehlen. Am Wasserfall, mega nice. Da hätte man noch auch mehr draus machen können. Ich will aber in jeder Staffel auch irgendwie neue Locations suchen, wo wir vielleicht mal bauen können und was Neues ausprobieren. Version 1.0 habe ich noch keine Ahnung, wo wir bauen werden. Aber da bin ich auch mal gespannt, was da alles noch kommt. Nur im Hang ist mir viel zu aufwendig. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Leicht ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe einen Rager mit 4 Reifen gefunden. Okay. Das ist tatsächlich Glück. Je nachdem, was er für eine Ausstattung hat. So, was haben wir denn? Dirtbikes funktionieren nicht. Wir sind momentan, ich muss mein Dirtbike wiederholen. Wir haben ein Dirtbike. Vielleicht hätte man Sonnenaufgang machen sollen, damit wir Sonnenaufgang genießen können. Warte mal hier. Um 6 geht die Sonne auf. Okay, vielleicht auch nicht. Na toll, um 7 ist die Sonne aufgegangen. Hi, Pepe. Um 7 ist die Sonne aufgegangen. Schon. Um 6 ist wohl Sonne. Aus 6 ist dunkel, 7 ist hell. Alles klar. Dazwischen gibt's nichts. Anscheinend. Von Ufer in den See. Achso, okay. Also in den See, aber nicht. Cool wäre natürlich auch mal direkt in einem See zu bauen, wo du nur mit einem Boot hinfahren könntest, beispielsweise. Ist allerdings halt dann scheiße aufwendig, deinen Looter hin zu transportieren, aber ich glaube, es würde cool aussehen. So. Also, Plan wäre tatsächlich, hier eine Treppe noch runterzuziehen. Also hier kommt ja eine Art Durchgang. Wobei wir dann hier eher Fenster bauen sollten. Also das hier wird eine Art Durchgang, wo es dann hier hinten weitergeht. Wird so ein Zweierhaus praktisch. Aber da sollte man dann auf jeden Fall Fenster hier reinziehen. Wobei die Fenster... Ich würde mir andere Fenster wünschen. Ich würde mir allgemein das Bausystem... Es gibt Spiele, die haben viel besseres Bausystem wie hier. Aber es soll ja noch was kommen. Dirtbike braucht jetzt anscheinend Batterie. Und die sind bei keinem mehr vorhanden. Okay. Dirtbikes brauchen jetzt Batterien. Cool. Müssen wir uns mal angucken.
Interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. So, hier dann die. Ja, hier würde ich dann die Treppe versuchen hinzuzimmern. Das könnte eine schwere Nummer werden. Wenn wir jetzt große Stöcke dafür verbauen, ist Shit. Ja, wir haben natürlich lange Stöcke dafür verbaut. So. Dann einmal hier weiter zerteilen. Schauen wir mal. Einmal am Schrottplatz looten und gut ist. Stimmt, man kann das Mofa nicht besteigen. Okay. Sicher, dass du das richtig machst? Ohne Sitz, Batterie und Lichtmaschine. What? Es gibt jetzt einen Sitz fürs... Wieso haben die das nicht in die Videobeschreibung... Also, wieso steht das nicht in den Patchnotes drin? Das ist ja eine essentielle Änderung. Wenn du jetzt Sitze brauchst. Ins Boot passt ja kaum was rein. Wird schwierig mit Baumstämmen und Co. und bauen. Ja, aber das ist die Herausforderung. Aber ich... Es ist mega unpraktikabel, aber ich glaube, es sieht cool aus. Es geht nicht darum, dass es einfach zu bauen wäre oder praktikabel wäre, aber es würde cool aussehen. Aber ja, ich stimme zu, es wäre wahrscheinlich absolut krampfig, das Ding da hinzustellen, aber es würde, glaube ich, ganz geil aussehen in der Mitte des Sees. So, 5 von 5, 5 von 5, 5 von 5, 5 von 5. Gut. Hier logischerweise dann auch Wände. Ja, hier lohnt sich kein Fenster hinzuziehen. Also, du guckst praktisch auf eine Wand. Das macht absolut keinen Sinn. Wir kommen relativ gut vorwärts, für das ich das gerade alleine auch zusammenzimmer hier. Den Haufen. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Dirtbike muss man uns tatsächlich mal angucken. Würde mich interessieren. Vielleicht fahren wir zufälligerweise. Ich weiß, eins steht ja noch hier in der Stadt. Das weiß ich, wo der Reifen fehlt, weil wir haben ja ein komplettes. Mein komplettes steht übrigens hier oben, wo ich den Ranger gefunden habe. Ohne Benzin. Also komplett ohne Benzin. Da muss jetzt mal Benzin wieder rein, damit wir dementsprechend da überhaupt weiterkommen. Aber das holen wir auch noch ab. Das steht da. Das würde in den nächsten 21 Tagen nicht wegrennen. Von dem her haben wir auf jeden Fall Zeit, was das angeht. Hier liegt noch ein Stock. Aber das werden wir natürlich auch wiederholen. Ich möchte mein Dirtbike natürlich am Ende schon wieder haben. Du sollst in der Steinsuche, du sollst das Ding aufheben, danke. Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Strommast, aber der hört Gott sei Dank eigentlich hier auf. Also das ist der letzte Punkt für den Strommast. Und wir haben keine Seile mehr. Ah ja, hier fehlen schon die Seile. Seile hatten wir aber irgendwo noch rumfahren. Ja, hier unten. Bam, bam. So. Okay. 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 Huckvater, guten Abend, Hallöchen. Willkommen, willkommen. 35 Ruhmpünktchen. Ruhmpunkte technisch sind wir übrigens mittlerweile hinten. Also, ganz kurz. Wir haben Kenny. Oh, 36, den holen wir noch ein. Kenny holen wir noch ein. Aber Legolas, Manelli, 118 und 106. Da wird es eine Weile dauern, bis wir da sind. Aber werden wir auch noch kriegen. So viel werden wir auch noch kriegen. So, war es das schon wieder mit kleinen Stöcken? Anscheinend ja. Dann können wir hier gleich die Baumkrone eigentlich dann wieder mitnehmen. Pack mal den hier ein. Ich finde mir die Baumkronen nicht, lustigerweise. Jeder Baum hat eine. Keine Ahnung, wo meine liegt. Nicht hier anscheinend. Gut, dann halt der nächste. Irgendwo müsste sein. Kenny stirbt ständig. Kenny macht das aber richtig. Aber das ändert sich noch. Kein Problem. Das ist ein Hardcore-Server. Hier stirbt man gerne mal. Dann weiß man auf jeden Fall, dass Kenny das zumindest richtig spielt. Außerdem mit dem Namen Kenny und der South Park Ich probiere es gerade erst. Mit dem Bezug zu South Park musst du sterben. Das ist zwangsweise leider so vorgegeben. So, da unten liegt die Baumkrone, aber wir haben es ja gleich. Also das Hüttchen baut sich relativ schnell. Ich habe mal Base auf der Insel in B4 oberhalb vom Händler mal gebaut. B4, wo ist denn B4? B4, hier. Ah, hier. Das ist natürlich auch cool. Wobei, ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, auf so eine Insel zu bauen.
Aber das Problem ist, du hier, das hier wäre, da ist ein Leuchtturm übrigens, das wäre auch eine coole Insel, weil du noch einen Weg mit hast zum Bauen. Auch hier ist ein cooler Strand. Problem ist, dass du halt von dieser Insel auch immer wieder mit dem Boot hinfahren musst und so weiter und so fort. Flugzeug landen oder sowas geht sowieso nicht. Die Inseln sind scheiße zum Landen, das geht nicht. Hier hast du sogar noch eine Stadt drin. Lustigerweise können hier übrigens, hier spawnen Autos auf dieser Insel. Ja, keine Ahnung wozu, aber es spawnen Autos. Und wäre schon mal cool, auf einer Insel zu bauen, aber es ist halt noch unpraktikabler, wie hier am Hang zu bauen. Wobei das Bauen geht relativ, also geht einfacher auf jeden Fall, aber der ganze Rest ist, boah, schwierig. Mega Aussicht. So viele Ruhmpunkte. Naja, sehr viel Spielzeit. Unter anderem für Ruhmpunkte natürlich. Dann gibt es noch verschiedene Wege, wie man Ruhmpunkte erfarmen kann. Unter anderem Munition herstellen beispielsweise. Einfach natürlich auch hauptsächlich spielen natürlich. Puppets töten, selbstverständlich auch. Und so weiter und so fort. Also du kommst schon auf viel Ruhmpunkte. Musst aber auch viel, also für 100 Ruhmpunkte musst du schon sehr viel gespielt haben auch. Außer es gibt einen Trick, der mir nicht bekannt ist. Kann sein. Aber natürlich gerade auch sowas. Viel spielen. Wir haben Ruhmpunkte ja auch mal 0,5 mittlerweile und nicht mal mal 1, so wie es war. Aber das ist auch das Schöne, du kannst Scum in deinem eigenen Tempo spielen, egal wie du spielst, du kommst irgendwann schon vorwärts. Du kannst voll reingrinden in das Spiel und kannst innerhalb von, ja, theoretisch kannst du es innerhalb von einer halben Stunde durchspielen, na gut, so nicht, oder, aber du kannst es zumindest an einem Tag dann mehr oder weniger durchspielen, wenn du komplett durchgrindest mit allen drum und dran. Das heißt, du lootest dauernd Polizeistationen, allen drum und dran, brauchst natürlich ein bisschen Glück, dass du Schraubendreher hast, aber das kriegst du auch normalerweise alles hin. Du kannst dir aber auch sehr viel Zeit lassen, kannst halt das Spiel über Monate hinweg theoretisch auch spielen. Du hast halt alle Freiheiten und das mag ich auch in Scum so, vor allem, dass du auch alles einstellen kannst, das ist mega. Jetzt haben wir Repair-Kits für Autos und jetzt gehen die nicht mehr kaputt. Autos gehen momentan nicht mehr kaputt, oder was? Haben sie wieder alles verschlimmbessert mit ihrem Patch? Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Also bis jetzt mir ist mir das noch nichts aufgefallen, was irgendwie verbuggt wäre oder sowas. Ich bin mal auf die Motorräder sehr gespannt. Also, spannende Nummer. Aber ja, Repair-Kit für ein Auto brauche ich auf jeden Fall noch mal. Ein Dirtbike zumindest war relativ unten. Aber boah, ich fahre eigentlich relativ vernünftig. Dass es jetzt nicht so zwingend erforderlich wäre. So, hier haben Stöcke gefehlt, oder? Jo. Na, guck mal, erste Teil steht schon praktisch. So, kriegen wir jetzt hier irgendwie eine Treppe runtergezwirbelt? Das ist halt die große Frage. Hier muss man übrigens aufpassen, dass man nicht zu weit springt. Okay, meine Axt hat es eh gleich hinter sich. Ah, ein Baumstamm fehlt, okay. Oh, eine kleine neue Axt. Wir brauchen eine neue Axt. Gut, dass wir ein paar haben. Wir hätten auch die normalen Äxte, die kleinen Äxte, aber die sind zu schade momentan. Tatsächlich zum Bauen, es reichen voll und ganz diese Steinäxte. Wenn du später Bretter brauchst, ist es sinnvoll, eine Kettensäge zu nehmen. Aber in dem momentanen Stadium ist es relativ Latte. Und die Axt einfach schnell gecraftet. Seht ihr diesen Baumstamm, der anscheinend hier liegen soll? Da ist er. Aber da haben wir doch eine ansatzweise vernünftige Hütte dahingestellt. So, Treppe. Wird jetzt spannend, weil wir praktisch zwei Treppen bauen müssten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Wobei, nee, das geht. Ah, wir können da keine anschließen. Nee, wir können die nur nach unten bauen. Es geht nicht. Weil wir die Treppe connectet immer nur nach unten. Und du kannst Treppen frei, hier in der Welt beispielsweise, kannst du gar nicht bauen. Treppen sind zwangsweise an ein Fundament gekoppelt momentan. Was halt bescheuert ist. Außer wir machen so, bauen hier nur ein Fundament dazwischen und dann die Treppe irgendwie nach dahin, ist aber genauso bescheuert. Nee, da lassen wir es lieber. Da lassen wir es lieber. Die Frage wäre, ob wir hier, aber das ist zu hoch, das geht nicht. Hier geht's dann schon. Okay, dann können wir eine Wand hier wieder rausreißen. Dann machen wir hier schon die Fensterwand hin. Okay, das mit der Treppe funktioniert leider nicht, wäre cool gewesen. Funktioniert leider nicht.
Hier wiederum, da passt es nicht. Da auch nicht. Hangbauen ist, wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie selbst bestrafen wollt, hangbauen. Das heißt, hier kommt nochmal ein Fenster rein. Bam. Dann ist hier eine Art Gang. Ich habe mir auch überlegt, ob wir vielleicht hier irgendwie so ein Eck noch reinbauen, aber ich weiß nicht warum. Wobei, man könnte da ein Klo draus basteln, oder? Mit einer Tür? Können ein Scheißhaus draus bauen. Hier dann zwei Wände so connecten. Hier vorne eine Tür ran. Hier vorne praktisch die Tür angeschraubt. Hier machst du die Tür auf. Kannst dich hier reinstellen. Kannst hier... Na, ihr wisst schon. Dann machen wir das hier zum Scheißhaus. Hört sich nach einem Plan an, oder? Na toll. Das hat ziemlich gut funktioniert. So, kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock, langer Stock. Kleine Stücke zerteilen. Oder Wendeltreppe. Es gibt auch diese Ecktreppen. Die funktionieren leider nur auf Fundamenten. Wobei, das können wir mal probieren. Aber, die wiederum kannst du nur auf Fundamente bauen. Wo wir auch wieder dann am Ende ein Problem haben werden. Wir gucken mal. Aber wir können es mal probieren tatsächlich. Ist ein Versuch. Versuch ist es auf jeden Fall wert. Wird aber auch wieder ein bisschen scheiße am Ende. Aber wir kriegen, auch aufgrund dessen, dass wir halt mehrere Stockwerke, wir können drei Stockwerke, können wir da hinbauen, wir können vier Stockwerke bauen. Das geht alles. Man muss das Ganze nur auch halt mit den Fundamenten oder mit den Schrägen so noch mit einbauen. Aber das kriegen wir schon irgendwie notfalls hin. Dass das passt. Und das hier machen wir, glaube ich, da machen wir das Klo draus. So, und jetzt müsste es nämlich funktionieren, dass wir hier zwei Wände hinzimmern. Können theoretisch sogar eine mit Fenster machen. Oder geht das? Das geht nicht? What? Nee, warte mal. Hä? Ah, nee, ich habe ein Tor. Ich wollte gerade sagen, das muss ja gehen. Das wäre völlig bescheuert, wenn das nicht geht. Genau, hier. Schräge Wand. Schräge Wand mit Fenster. Genau, schräge Wand mit Fenster. Da kann keiner reingucken. Super Toilettenfenster. So, Sven Uwe, guten Abend, Hallöchen. Hier, gehst du rein. Tür auf, Tür zu. Hör mal gerade. Müssen die. Oder? Eins, einwandfrei. Privatsphäre, ahoi. Natürlich sollte noch eine Tür rein. Aber ich glaube, das ist okay, oder? Dann haben wir hier das Toilettenhäuschen. Man muss ja auch sein Örtchen oder sein Geschäftchen, muss man ja auch irgendwo verrichten können. Ganz wichtig. Wobei, die können wir auch hier reinsetzen. Dich hier rein. Dich da rein. So, Wand fertig. Dann brauchen wir die nächste Baumkrone. Und den nächsten Baum. Nehmen wir mal ihn hier. Cool wäre, wenn du auch sagen könntest, dass gewisse Bäume einfach nicht mehr nachspawnen in der Welt. Aber kommt vielleicht alles noch, man weiß es nicht. Wäre so Quality of Life nach 1.0. Wäre cool, wenn du sagen könntest, oder Bäume auch pflanzen könntest und so weiter. Alles theoretisch realisierbar. Müsste man gucken. Aber das wäre halt auch eine coole Nummer, wenn das gehen würde. Weil gerade Bausystem, ich baue eigentlich sehr gerne in Spielen, aber in Scum, eigentlich, ich baue trotzdem eine ansatzweise vernünftige Hütte, die nach was aussieht, aber eher unter Zwang. Wie jetzt freiwillig. Wenn wir mal ehrlich sind. So, was fehlt? Stöcke. Das heißt die Baumkrone. Aber wir kommen im Moment besser vorwärts, wie ich dachte. Was mich sehr wundert. So muss die Baumkrone da. Und wir probieren jetzt dann gleich mal das mit der Wendeltreppe. Aber ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, weil die Wendeltreppe halt eigentlich nur... Also du musst sie halt auch auf einem Fundament bauen. Und ein Fundament passt da nicht hin aufgrund des Bodens einfach. Aber hier kommt dann auch eine Wendeltreppe. Ja. Müssen wir auch nach oben bauen. Oder die können wir da in den Gang bauen. Der Gang ist doppelt. Also hier an der einen Seite vielleicht die Wendeltreppe irgendwie noch ranzimmern. So Platz sparen wie möglich. Und ich würde das Lager, glaube ich, direkt hier vorne bauen und hinten dann so eine Art Wohnbereich. Aber das bauen wir dann sowieso, das bauen wir dann, wenn Money da ist. Weil es sich einfach auch viel schöner baut dann. So, in kleine Stücke zerteilen. Oh, wir kommen trotzdem gut vorwärts. So, in kleine Stücke zerteilen.
glaube, wir müssen gleich nochmal Wasser trinken. Weil wir haben noch. Der Brunnen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das müsste reichen. Bam. So, das erste, was am Haus steht, ist die Toilette. Man muss Prioritäten setzen. Sehr schön. Dann nehmen wir die... Wie viel waren es? Drei, oder? Zwei und drei. Bam. Stamm holen wir nochmal. Wir werden die anderen Stämme sowieso verbauen. Das heißt, wir werden sowieso die Stämme holen müssen, zwangsweise. Wollen wir. Und ich verspreche euch, wir werden jetzt noch die 10 Minuten, die die Folge noch lang ist, bauen. Danach werden wir einmal durchs Dörfchen looten gehen. Damit wir auch ein bisschen Action haben. Aber das Klo steht. Na, guck mal. Oh, das geht sogar. Gut aussieht, die Türen, die Fresse, aber... Sogar hier, ein bisschen Grünzeug zum Abwischen hast du sogar dabei. Ist doch allerliebst, oder? Sogar ein bisschen Grünzeug kannst du abwischen. Besser geht's nicht. Türschilder wäre noch nice. Es wäre auch cool. Ich kann es mal zeigen. Es ist eigentlich tatsächlich alles vorhanden. Die haben es nur aus irgendeinem Grund nicht reingemacht, dass du beispielsweise auch Schränke benennen kannst. Können das hier mal. Hier, dieses Feld, das hier, das ist tatsächlich ein Feld, wo man was hinschreiben hätte können. Also eine Art Schild, wo du, oder eine Art Namensschild, was du anbringen kannst. Halt, oder irgendwas raufschreiben kannst. Lustigerweise ist das vorhanden, also die Grafik an und für sich ist dafür da, dass du da was draufschreiben kannst. Du kannst so lustigerweise nichts draufschreiben. Das ist das Problem. Aber die Grafik dafür, oder die Grafik gibt das halt her. Dass es gehen würde. Geht nur nicht. Und ja, ich meine, allgemein ein bisschen mehr Bauzeug und so weiter wäre halt echt richtig nice. Ich muss nicht so mega detailliert sein wie, keine Ahnung... No One Survived oder sowas. Wäre mega cool, wenn das so reinkommen würde, dass du wirklich so bauen könntest. Aber, ja, davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen. Aber zumindest so ein bisschen noch wäre schon nett. So, sehr gut. So, dann gucken wir mal. Treppen. Na gut, die Wendeltreppe, das Problem ist, diese Treppen müssen auf Fundament gebaut werden und gehen halt nur nach hinten, gehen halt nur einmal zur Seite. Das würde uns auch nichts bringen, weil wir nicht genau dran sind, oder? Geht das auf so eine Schräge zu bauen? Nee, natürlich nicht. Also wir können es hier hin bauen. So, aber das würde halt auch zu hoch ragen. Das ist das Problem. Es würde tatsächlich, hier wäre ich sogar nah genug dran, dass es ansatzweise funktionieren würde, aber wir sind halt zu hoch. Das Höhenniveau stimmt einfach nicht. Das aber so hinzufriemeln, dass das funktionieren würde. Boah, ne. Nee, danke. Würde eher versuchen, hier... Ach, die Wand hier muss eh wieder raus. Vielleicht hier nochmal eine Treppe dann runterzuziehen. Also hier. Irgendwie. Aber selbst das ist, glaube ich, dann zu hoch. Das ist das Problem. Aber das hier kann schon mal... Die kann weg. Die haben wir leider zu viel gebaut. Bam. Aber wir haben kein Stein mehr. Bisschen was müssen wir noch haben. Na, immer in der falschen Kiste. 10 Stück noch. Müssen wir auch wieder herstellen. So, und dann können wir nämlich hier dementsprechend weiterbauen. Hier vorne geht's nicht, da wären wir jetzt wieder zu hoch. Aber hier würde es gehen, müssen die Betten jetzt dann aber erstmal weg. Genauso wie es hier gehen würde. Hier hinten geht's schon wieder nicht mehr, da auch nicht. Hier leider auch nicht, was ein Problem ist, weil wir dann so ein bisschen schräg kommen müssen. Also hier leider auch, müssten wir eins höher vielleicht. Und wir bauen insgesamt noch ein bisschen höher. Oh, das muss man noch machen. Alle Jan, guten Abend, Hallöchen. Was man machen könnte, man könnte so eine kleine Schräge einbauen hier. Damit man so ein bisschen höher kommt wieder. Ja, das wäre machbar. Dass wir das hier praktisch hochsetzen. Das hier hochsetzen. Das hier nochmal als Tür. Problem ist, wenn wir das würde in der Luft schweben. Ja, das schwebt halt in der Luft. Und du kannst unten nichts dran bauen. Wir können höchstens versuchen, hier... Dann müssen wir das hier aber erst wieder wegreißen, damit es nicht connected. Das hier auch. Hier nochmal ranzubauen. Und dann nach vorne zu bauen. Boah, das würde vielleicht gerade so gehen. Sieht scheiße aus, weil hier ein bisschen was fehlt. Aber das würde sogar gehen. Dann müsst ihr die Wand aber nochmal rausreißen. Würde jetzt aber zu weit führen.
Vor allem müsste das hier weg und das hier weg, damit das Ding nicht connected. Bauen ist ein... ist schwierig. Aber dann könnte man hier nochmal eine Tür bauen, könnte von hier vorne... Ja, das bauen wir so. Die Frage ist dann, wenn wir hier die Tür gebaut haben, ob wir hier tatsächlich höher gehen. Also beispielsweise hier so und dann eine Treppe da noch hinsetzen. Wir bauen das jetzt hier so und da bauen wir eine Treppe ran. Dass wir noch so einen kleinen Versatz haben. Einfach damit wir von der Höhe auch wieder da hinkommen. Werde ich euch jetzt aber nicht mit quälen. Das würde jetzt zu weit führen. Was wir jetzt nochmal machen müssen auf jeden Fall, sind aber improvisierte Metalltruhen bauen. Die wir idealerweise eigentlich beim Raid-Shaper bauen. Ja, wobei, eigentlich ist es egal. Wir können es auch tragen, wenn die leer sind. Wir bauen die hier. Und zwar brauchen wir da 3 Stück. Eine behalten, eine verkaufen und eine, ja, PP-Kiste praktisch. Metall müssen wir mal gucken, ob es reicht. Nägel müssen wir auch mal gucken, ob es reicht. Bleiplatten müssen wir eigentlich alles da haben. Hoffe ich. Wir hatten auf jeden Fall schon mal Bleiplatten. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Fangen wir erstmal mit einer an. Bin schon mal froh, wenn wir eine voll kriegen. So, 7-mal ist drin. Dann brauchen wir Nägel. Nägel hatte ich, glaube ich, nur im... Nope. Hier nach wie vor, das hätten sie übrigens mal dazu machen können. Quality of Life, Schiebelregler dran. Rechtsklick, Take Out, Nägel. Und dann Schieberegler, wie viele du auspacken möchtest. Wäre cool gewesen. So, 4 Nägel sind drin. Haben wir jetzt irgendwo eine Bleiplatte? Irgendwo im Nirgendwo. Da nicht, aber im Rager, glaube ich. Dann können wir die hier nämlich einladen, können dann mit dem Rager losziehen, looten und so weiter und so fort. Ich habe keine einzige Bleiplatte gelootet. What? Okay, dann gehen wir erst in die Stadt looten. Ich habe keine Bleiplatte gelootet? What the hell? Wir hatten schon ganz viele, aber die sind noch in den Kisten verteilt über die komplette Map. Die müssen wir auch noch einsammeln, die Kisten. Das bedeutet, wir gehen kurz runter looten und hoffen, dass wir eine Bleiplatte in der Garage finden. Wenn nicht, schwierig. Achso, wegen den Schuhen. Ach, egal. Tatsächlich keine Bleiplatte. Holla die Waldfee. Da ist auch nichts. Metallschrot haben wir einiges. Nope, keine Bleiplatte. Aber genug Nägel und genug Metallschrott. So, das. So. Sehr schön. Wir können theoretisch die Autobatterie zerlegen, es ist aber meine einzige, die ich nicht zerlegen möchte erstmal. Die beheben wir uns mal auf. Wer weiß, ob wir sie brauchen. So, die Nägel können hier rüber. Dann würde ich aber sagen, wenn wir jetzt da runter looten gehen. Ah, ziehen wir die Schuhe wieder um. Dann werden wir das gleich richtig machen. Und werden... Hat Wanni die Bleiblade bestimmt einstecken? Ah, es kann sein. Werden dann gleich die Polizeistation mit looten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier mal die Schraubendreher. Ich vergesse immer. Weiß einer zufälligerweise auswendig, der hier anwesend in dem Chat, wie viele in einer, also wie viele Schränke oder wie viele Aufladungen man braucht für eine Polizeistation, um sie komplett zu looten? Ohne dass ich müsste jetzt nachzählen, gedanklich. Ich habe bestimmt auch den einen oder anderen da, der weiß, wie viele Aufladungen man braucht. 8. Das sind wir bei 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, glaub, waren es. 4, 3 und 2. Entscheidet euch, 8 oder 9. Wenn ich gedanklich nachzähle, weiß ich's. Aber ich will nicht nachzählen. 8. Okay, sind wir mal gespannt. Also, wir haben jetzt mal, wir haben 9 dabei. 8. Okay, 8, 8, 8. 9 einmal. Mal gucken. Wir werden sehen. Achso, warte mal, das Zeug despawnt mir jetzt aber. Pack das mal hier rein. Bevor das despawnt, können wir es hier reinschaufeln. Also, genug Schraubendreher haben wir dabei. Was wir übrigens mal machen sollten, ist das Magazinchen neu laden von unserer Waffe.
Da fehlen ein paar Kugeln. So, wieder rein. Silencer ist bei 98%. Das ist meine Backup-Waffe. Wir haben momentan leider nur ein Magazin für die Waffe. Das Problem. 7,644. Okay. Das ist das Schloss, was du zur Hälfte aufknacken kannst, und wer nicht der Zombie tötet von hinten. 4 plus 2 plus 2. Ja. 3,14. Na, paar mehr sind's. Paar mehr sind's, glaube ich. Okay, brauchen wir noch irgendwas? Wir haben die Waffe, wir haben das, wir können schon mal... Haarklammer wollte ich rausnehmen, ich wollte eigentlich eine... Die haben alle 20, ich wollte eine angefangene Haarklammerbox nehmen. Wir haben keine angefangene Haarklammerbox, so wie es aussieht. Weshalb auch immer. Im Rage hast... Da auch... Wir haben nur 20 Haarklammernboxen, geil. Ah, hier 19, einwandfrei. So, 1, 2, 3... So viele, wie Schränke sind. 4, 5, 6, 7, 8. Wir nehmen mal 8. Wenn es 9 sind, machen wir noch einen. Halt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Circa aber nur. Gerundet. Aha. Na dann. Wir werden es hinkriegen. Was wir bräuchten, wäre Nadel und Faden, weil ich es gerade sehe. Wir haben auch nur einen gelben Schraubendreher. Aber den wollen wir aufheben. Achso, und wir brauchen erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas tun, brauchen wir neue Pfeile. Vorher können wir sowieso nichts machen. Ja, kommen wir mal hier. Ja. Nicht durchsuchen. Zerteilen. Danke. Neue Pfeilchen brauchen wir erstmal, weil mit 7 Pfeilen und 8 Metallpfeile, die Metallpfeile würde ich sogar da lassen, damit ich eigentlich einen Bunker nämlich looten, idealerweise. Carbonpfeile habe ich auch ein paar gesammelt, aber die würde ich tatsächlich da lassen. Ach so, und ich muss die Haarklammern wieder einsammeln, die in meinem Auto jetzt liegen. Aber das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Dann looten wir einmal so grob durch die Stadt durch. Wir werden auch ein paar Häuser mitnehmen. Wir werden die Polizeistation mitnehmen. Wir brauchen wirklich Nadel und Faden. Meine Handschuhe sind auch runter. Okay, wir müssen ganz kurz mal gucken, ob ich irgendwo Nadel und Faden zufälligerweise habe. Zumindest ein Faden. Nadel ist egal. Zwölf und eins. Du bleibst erstmal da. Ich kann mal stacken. Ballista 100 Bogen. Die brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Wir brauchen eigentlich gar nichts, was wir gerade einstecken haben. Die bleiben da. Die kommen raus. Ich wollte jetzt sagen, das sind zu wenig. Muss ich nicht mal nachzählen. Aber es sieht tatsächlich an der Nadel- und Fadenfront schlecht aus. Da sieht's schlecht aus. Nup, nup, nup. Ah. Nadel haben wir schon mal. Faden 2. Das hilft uns nicht. Da ist nichts drin und da ist auch nichts drin. Okay, wir müssen looten. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 12. Das ist immer noch ein bisschen arg wenig. Dann zerlegen wir da oben noch. Beziehungsweise hier. So 24, 36 Pfeile grob bräuchten wir schon. So, kleiner Stock, kleiner Stock. Sollte nicht theoretisch noch ein langer rausgekommen sein? Nur zwei kleine? Rollt mich das Spiel auch noch. Oder weil das so Mini-Vegetation war. Frechheit. Frechheit. So, nächster Weg würde mich dann übrigens wahrscheinlich zum B4-Händler führen. Also so langsam runter. Hier müssen wir nochmal bei unserer Kiste den Loot einsammeln. Da liegen übrigens lustigerweise definitiv Bleiblatten. Da werden wir auch die Kisten craften können. Hier unten haben wir auch noch eine Kiste. Also wir haben hier eine Kiste stehen. Wir haben hier eine Kiste stehen. Wir haben hier eine Kiste stehen. Die müssen wir so langsam mal einsammeln, damit wir den ganzen Loot mitnehmen. So, das hier. Da haben wir genug Stöcke in der Umgebung liegen. Und das soll dann Pfeilen dann erstmal reichen. Bis wir dann die 50 Ruhmpunkte haben. Danach werde ich erstmal massiv viele Carbonpfeile kaufen, denke ich mal. Wie immer. Aber im Moment geht's noch.
So, dann gucken wir uns mal unsere Stadt an. Ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt die Stadt wahrscheinlich gar nicht. Hat man normalerweise nicht so auf dem Schirm, weil in der D4-Ecke ist man normalerweise nicht so unterwegs, vor allem nicht in Wasserregionen unterwegs. Die Stadt hier müssen wir uns übrigens auch noch angucken. Da waren wir, die haben wir geskippt das letzte Mal. Da waren wir noch gar nicht. Ah, das sollte reichen, denke ich. Wir sammeln auch wieder Pfeile ein. Sind wir jetzt 24 Stück? 25 Pfeile. Komm. Damit kommen wir aus. Jetzt wird es eh gleich wieder das Regnen anfangen. Ich sehe es kommen. Notverbände haben wir. Wir haben die Handfeuerwaffe. Wir haben das Bushman. Dann einmal Hey Ho, let's go. Benzin vorhanden. Was ich krass fand, was tatsächlich dann aufgefallen ist, beim Dirtbike der Benzinverbrauch. Holla, die Waldfee. Hast du da Benzin durchgejagt durch das Teil? Also ein Auto ist da echt Luxus, weil der Benzinverbrauch viel geringer ist. Es passt so viel mehr Benzin rein, aber der Benzinverbrauch ist auch viel geringer. So, wir fahren jetzt einmal bis hier vor. Werden aber durch die Stadt einmal ganz normal ohne Auto durchlooten. Und können den hier den Loot hinbringen. So, müssen sowieso warten, bis jetzt dann wieder alles reinspawnen. Dann gucken wir mal, wie es jetzt mit dem neuen Patch aussieht, mit dem Spawn von Puppets. Aber es wird wahrscheinlich genau der gleiche Krampf sein. Hier können wir mal kurz nach Federn schielen. Nix. Mal gucken, aus welche Richtung sie angerannt kommen, vor allem auch. Noch ist nichts gespawnt. Irgendwie dauern die Spawns länger gefühlt. Hier übrigens auch haben wir gleich eine Repair-Station noch mit drin, wo wir die Waffen reparieren könnten. Kein Spawn? Okay, den Dünger können wir gleich mal wegbringen. Ein Beet müssen wir auch noch anlegen. Mal gucken, wo wir das dann hinpflanzen werden. Warum spawnt hier nichts? Und ein bisschen Müll durchsuchen, dann finden wir vielleicht einen Faden. Und ein paar Häuser. Hallo? Puppets! Wo seid's hier?